Yay! Und weiter geht's nach einer kleinen Pause im Abenteuer King's Bounty Darkseid. Und heute geht's mal weiter. Ich will mal mich ein bisschen umschauen. Ich will mal, ja, Sightseeing könnte man das auch nennen. Und zwar, wo gehen wir hin? Was war's noch? Nicht Dragandor, oder? Tristram, meine ich, müsste es gewesen sein. Wir können aber auch gerne mal nach Atrixus. Ich würde es mal tatsächlich mit Atrixus probieren. Einfach mal ein bisschen umschauen, was wir vielleicht geschickt durch geschicktes Drum herumreiten. Oh. Okay. Nein, das meinte ich eigentlich nicht, aber gut. So, Blutpriesterinnen. Plus 100 Führerschaft, Initiative alle Pflanzen, plus 20%. Ah, nee. Was ist das? Opfer, du kannst einer der verbündeten Truppen zugunsten einer anderen opfern. Die Truppe, die davon profitiert, erhält eine Anzahl von Kreaturen dazu, die proportional zur Gesundheit ist. Ja, könnte man zumindest mal überlegen, zu kaufen. Verdammt, das Ziel zu unglaublichem Pech, wodurch es durch jeden Treffer kritischen Schaden erleidet. Ich würde sagen, wir nehmen tatsächlich mal das hier. Ne, wir kaufen nur eins natürlich. So. Und dann haben wir hier noch einen Laden. Zeigt mir, was ihr... Moment, was? Ich würde lieben gerne meine Reißzähne durchspülen. Ah, stimmt, da war was, da war was. Lass uns mal ganz kurz bezahlen. Ah, Azar füllt das Glas in einer klaren bläulichen Flüssigkeit und wir erhalten 10 Mana dazu. Ah, okay. Ah, hier sind die Dämonen. Giftschädel, ne, Giftschädel kennen wir schon. Haben wir noch Mana-Tränke? Ja, noch 4 Stück, da kaufe ich jetzt keine. Hallo, geht's noch? So, mit denen hier können wir nichts anfangen. Na gut. Es ist eigentlich schade, dass wir so Sachen nicht verkaufen können. Dass man Gegenstände tatsächlich nur zerstören kann. Ah, da kommt man ja sogar durch. Lass uns mal ein wenig umschauen. Haus von Verdet dem Dämonologen. Achso, das ist aber oben auf dem Hügel. Wo ich, glaube ich, jetzt momentan noch nicht hinkomme, ne? Ich weiß zwar auch nicht, wieso oder wie ich hinkomme. Von da drüben? Wäre das eine Möglichkeit? Was zum Geier ist das denn jetzt gerade gewesen? Ich hing gerade oben fest. Achso, das ist nur ein Fahrstuhl. Mist, nee, in der Teil, wir müssen. Kommt nach oben. Eine Truhe. Ist natürlich auch nice. Ob wir da hinten hinkommen? Lass uns mal schnell da drüben hinreiten. Moment, Augenblick mal. Ich hab's genau gesehen. Eine Wandertasche. Eine Wandertasche. Plus 10% Gold nach dem Kampf. Natürlich. Warum denn nicht? Boah, dass ich den noch nicht gesehen habe. Gerade eben beim Vorbeireiten habe ich den Strahl nicht gesehen. Ich muss, glaube ich, echt mal ein bisschen besser aufpassen. So, die hier sind unbesiegbar. Aber vielleicht kann ich sie ja weglocken. So, andernfalls müssen wir mal gucken, ob wir tatsächlich... Ah ne, wir kommen nicht. Unbesiegbar. Scheiß, die wandern. Wir kommen wohin? Da drüben wahrscheinlich. Aber irgendwie... Aber irgendwie müssen wir doch auch da drüben hinkommen zum Dämonologen. Ja, irgendwie sicherlich. Werden wir gleich mal schauen. So, Kesselchen. Ach, da oben. Jetzt haben wir ihn.
Hey Vampir, freut mich, euch kennenzulernen. Ich bin Verdelets der Dämonologe, um genauer zu sein. Mein Name ist der Dunkle. Wie kann ich euch helfen? Was macht ihr, Verdelet? Ich bin ein Doktor der Dämonologie, kurz gesagt ein Dämonologe. Ich führe verschiedene wissenschaftliche Studien durch. Ich will nicht ins Detail gehen und euch verwirren, Dad. Kommt mit mir, ihr werdet eine Bereicherung für die Wissenschaft der dunklen Seite sein. Und zusammen werden wir die Rassen des Lichts vernichten. Wollen wir erstmal gucken, was er zu verkaufen hat. Ah, das hier sind die Dämonologen, die Kreaturen beschwören können. Nein, geil, einfach geil. Dämonenportal, platziert ein Dämonenportal aus dem Schlachtfeld. Vulkan, naja gut, das wird dann... Das ist wieder ein AE-Effekt, glaube ich, oder? Ein Vulkan bricht auf dem Schlachtfeld aus, er vergießt Feuer und verstreut von Zeit zu Zeit überall brennende heiße Felsbrocken. Lied des Windes beschwört eine Truppe fliegender oder windliebender Kreaturen, falls in der Armee des Helden Platz für sie ist. Die Führerschaft der neuen Truppe wird durch die aktuelle Führerschaft des Helden bestimmt. Ja, ist nichts Neues. Ah, hier gibt es auch jüngstes Gericht. Die kosten 210, das heißt, genauso wie die dunklen Paladine, könnte ich von denen hier auch... Na, dann sind es wahrscheinlich 11. Boah, aber das ist halt auch geil, die Dämonologen. Die Dämonologen sind mal richtig fett. So, dafür... Kommt mit, ihr werdet eine Bereicherung sein. Ich bin ein Wissenschaftler, ich interessiere mich nicht für die Politik. Sie betrifft mich nicht. Es ist mir egal, wer über Atrixus herrscht. Dämonen oder Menschen. Wenn ihr eine interessante Aufgabe habt, könnt ihr zu mir kommen und ich versuche sie zu lösen. Aber es wäre besser, wenn ihr mich nicht mit irgendwelchen Kleinigkeiten wie dem Krieg zwischen Licht und Dunkelheit aufhalten würdet. Ah ja. Verstehe. So, ich will die jetzt aber ehrlich gesagt auch nicht unbedingt gerade... Bah, ich will die jetzt aber auch nicht unbedingt gerade opfern. Oder einfach wegschmeißen. Gut, wir wissen aber, Dämonologen... Genau, so heißt es nämlich. Sind hier können wir sie kaufen. Von daher kommen wir ein anderes Mal wieder, wenn uns vielleicht irgendwas ausgeht oder so. Wir haben ja jetzt eigentlich ehrlich gesagt genug. Ich meine, mit den Heresiarchen haben wir eine Einheit, die kann halt eben auch regenerieren. Sie kann, glaube ich, auch wiederbeleben. Ne, segnen. Sie segnet, wo es halt eben mehr Schaden macht. Die dunklen Paladine sind halt die richtig geilen mit ihrem Gebet. Die Truppe heilt und wiederbelebt sich selbst und benachbarte Verbündete. Und diese Heilung, diese Art von Heilung ist halt eben gut für mich. Gut, weil es für die dunkle Seite gedacht ist. Und ich will mal warten, ob ich den da vielleicht weglocken kann. Denn dann... Achso, nee, das war nur der. Denn dann, vielleicht kann ich den weglocken und kann dann nach hinten. Aber wir müssen speichern. Moment, speichern. Zack. So, komm, verfolg mich. Hier bin ich. Komm, put. Okay, jetzt ist die Zeit gekommen. Renn. Wir holen uns den Schatz da hinten. 14.500 Goldstücke. Das ist doch auch mal ein Wort. Das Problem ist jetzt nur... Oh. Gut, der war gut. So, was ist da oben? Die sind auch unbesiegbar. Da haben wir das Packershaus. Nimmt mir nicht übel, wenn wir... Hier ist niemand. Nein, echt nicht. Gut, dann kratzen wir auch wieder die Kurve. Und gehen vielleicht nach da oben. Warte mal, meine Maus spinnt. Ah, schon besser. War wohl unten der Laser etwas verschmützt. Aber kommt vor, wenn man viel spielt, sag ich jetzt mal... So, hier oben haben wir den anderen Transporter. Und außerdem die Festung des Lichts. Eine Standarte. Zwei Standarten! Hervorragend. Da... Oh, das ist nochmal ein Transporter.
So, dann kommen die hier wieder zurück, deswegen würde ich sagen, oh oh, verschwinden wir. Und schauen mal, wo uns dieses Ding dahin transportiert. Wir speichern eben mal ab, nur zur Sicherheit. Aber es ist ja jetzt eh zu spät, ne? Wir sind im Flug und ich glaube tatsächlich, ich weiß, wo wir hinkommen. Oh mein Gott. Level 42. Nope. Wir fliegen wieder zurück. Denn das ist für uns momentan nicht zu schaffen. Das kannst du knicken. Wo kommt man denn mit dem anderen Transporter hin, frage ich mich gerade. Ich weiß es nicht, aber wir werden es rausfinden. Kann ich euch versprechen. Lauf, 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 um Gottes Willen. Heb ab! Wir bewegen uns hier echt in gefährlichen Landen, muss ich sagen. Oh, hier drüben ist es schon. Altar des Wissens, Verstandrune. Und was ist das da? Eine Standarte. Yay! Mana plus 2. Zukünftig haben wir also ein Mana standardmäßig mehr. Sehe ich das richtig? Ja, 122 von 122. Und wir müssen mal eben schauen. Ah, ich habe echt alles ausgegeben. Scheiß die Wand an. Ich habe nur, tatsächlich nur 2 Verstandrunen. Das ist verdammt wenig, muss ich sagen. Da werden wir dann wahrscheinlich beim nächsten Level Up auch nicht direkt skillen können. Da müssen wir wahrscheinlich eher auf Stufe 15 warten. Momentan sind wir 13. Über die Hälfte hinaus zu 4... Oh. Ein Magiekristall. Den da hole ich mir auf alle Fälle. Ich muss nur warten, bis die Einheit da weggeschlichen ist. Ja, komm, schleich dich. Was sind das überhaupt? Schwertkämpfer, Assassine, Wächter, Bogenschützen. Aber wahrscheinlich so viel, dass es halt eben unbesiegbar wird. So, Magiekristall angenommen. Wenn er mich jetzt nicht sieht, werde ich gleich hinter ihm vorbeischleichen. Ansonsten muss ich hier nochmal ganz kurz abheben. Ja, es ist manchmal auch einfach noch so ein bisschen eine Geduldsfrage. So, schleich vorbei. Nicht. Du musst mich nicht sehen. Nein, 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 nein. Du musst. Nein! Mist. Ja, Fragezeichen im Kopf. Wie macht er das? Wie bringt er diesen Stein zum Schweben? Ich weiß es selber nicht. Ich bin einfach so gut. Husten. So, zurück. Und zwar mit ein bisschen Schmackes. Los, flieg, bevor der Penner zurückkommt. Flieg und sieg! Das könnte auch mal ein Mondgestein sein. Oh, oh. So, haben wir hier hinten noch was? Ja, da hinten haben wir auch noch was. Ich muss nur eben schauen, was... und ob es sich lohnt, sich in Gefahr zu begeben. Aber ich sehe es nicht. Mist, es könnte natürlich auch sein, dass da gar nichts ist. Ich weiß es nicht. Lass uns speichern und es ausprobieren. Locken wir ihn weg. Komm, put, 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 put. Jetzt reiten, reiten, reiten. Da ist ein Schatz. Die Handschuhe des Usukubus von Atrixus. Yay! Und reiten, und reiten, und reiten. So, Held. Was machen die? Plus ein Widerstand gegen alle Schadensarten. Lebendig. Anfangsmoral 50 steigt nie, sinkt minus 1 nach jedem Kampf. Aha. Boah, ich habe keinen Plan, ehrlich gesagt. Kann ich das vielleicht auch woanders reintun? Nein, kann ich nicht. Dann behalte ich einfach mal die Handschuhe. Und wir gehen weiter, würde ich sagen, oder?
Wollen wir uns hier noch ein bisschen rumtreiben? Wir könnten noch das ein oder andere reißen. Beziehungsweise noch den ein oder anderen Schatz aufreißen. Also, was jetzt nicht zweideutig zu verstehen ist. Nein, nein, nein. Und zwar nach da hinten. Denn ich denke, wenn wir es geschickt anstellen, könnten wir da... Oh, sei doch nicht so laut. Oh. Okay, weg. Komm, fang mich, fang mich, fang mich. Okay, das Problem ist nur... Die da... Oh, oh, oh mein Gott. Okay, die bleiben definitiv länger an uns dran. Aber irgendwas habe ich übersehen da hinten. Irgendeinen Schatz habe ich leider übersehen. Was denn? Krieger-Altar. So ein Mist aber auch. Jetzt muss ich es gerade nochmal versuchen. Soll ich das? Soll ich das nicht? Soll ich das? Ich meine, wenn wir schon hier sind und ich weiß, wir schaffen es, wir könnten aber auch erstmal nach da hinten schauen, was da hinten noch zu sehen ist. Da kommt aber allerdings schon wieder der nächste. Das sind allerdings zwei Standarten. Das wäre halt verdammt nett. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Wir speichern und ab geht die Luzi. Mist. Nein, das war so nicht geplant. Da können wir gleich direkt wieder laden. Ach du Scheiße. Wie viele Drachen hat er? 5. Gut, ich lade dann mal eine Runde. Ja, so ist das. Man muss ausprobieren, man muss tricksen ein bisschen. Ich meine, das sind ja, das ist, hat ja nichts mit Cheaten zu tun oder so. Na, Mist, ich hätte, nein, 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 nein. Nochmal laden. Ich hätte die Kamera drehen sollen, ich hätte zur Seite reiten sollen. Aber die Dinger sind auch verflucht schnell. Ob man an denen überhaupt vorbeikommt, ob ich an denen vor... nein, das funktioniert, die sind zu schnell. Gut, dann wollen wir mal eine Runde laden, zack, und dann will ich mich, muss ich mich, kann ich mich von euch für heute verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Danke und bis morgen.